So, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Thief Simulator. Ja, ich fahre mal zuerst zum Pfandhaus. In der letzten Folge haben wir ein bisschen geklaut. Welcome back. Welcome back, genau. Wir müssen aufpassen, dass es nichts zu verkaufen. Genau, geht auch gar nicht. Ein Dollar nimmt den Müll da weg, genau. Und genau für sowas ist eben so ein Autohändler da. Beziehungsweise nicht Autohändler, weil das ist ja kein richtiger Autohändler, sondern seine Automülldeponie oder so. So, ich muss jetzt halt hier schauen. Ich müsste es halt alles. Moment mal ganz kurz, weil ich muss das halt alles einzeln demontieren. Moment, ich komme hier nicht klar. Ist ein bisschen schwer gerade. Aber ich will ja richtig viel verdienen mit diesem Auto. Deswegen verkaufe ich einfach alles. Das dauert jetzt natürlich sehr lang. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt so leicht geht. Und was wir überhaupt dafür bekommen, für so eine Zündkerze zum Beispiel. Weiß nicht, 10 Dollar? Oder wie viel kriegen wir dafür? V6, ah, das könnte für den noch ein bisschen Geld bringen. Wenn es ja ein bisschen mehr Motorisierung ist. Andererseits ist es doch nur die Kappe, oder? Ich weiß nicht, mal schauen. Wir schauen mal, ich habe keine Ahnung. Zylinderkopf, ach so, das ist der ganze Kopf, ja, dann ist der bestimmt viel wert. So, jetzt müssen wir erstmal den Keilrippenriemen, so. Das, dann das. Ja, Wasserpumpe. Ein paar Schrauben, Umlenkrolle, die Lichtmaschine, die Batterie, die ist auch bestimmt ein bisschen was wert. Luftfilterabdeckung. Ich weiß nicht, ich muss mal schauen, wie viel das alles bringt. Ne? Also nicht, dass ich das jetzt hier so lange mache und das dann am Ende Kleinstgeld bringt irgendwie. Also der sieht ja sauber aus, dieser Luftfilter. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. So, ich muss jetzt schauen. Gut, ich bin jetzt hier, glaube ich, fertig. Jetzt müssen wir zu den Rädern hin. Ein Rad bringt 200 Dollar. Müssen sehr wertvolle Räder sein. Bremssattel auf jeden Fall auch. Also das bringt alles ein bisschen Geld, ne? Ich weiß nicht, was ich da zuerst verkauft habe. Ich habe ja nur 500 Dollar bekommen für das ganze Auto, ne? Da waren Räder dran, da war alles dran, ne? Und ich habe nur 500 Dollar bekommen, weil ich halt nicht diese ganzen Teile demontiert habe. Wie ihr gesehen habt, war ich jetzt gerade bei dem in der letzten Folge und hab halt geschaut, wie das so aussieht. Und da kriege ich 500 Dollar für das Auto plus noch eben 200 Dollar für die Räder, also das geht alles extra. Also warum soll ich das dann nicht machen? Bringt ja noch mehr Geld. So, Bremsklotz. Der nächste Bremsklotz. Bremsscheibe. So, und hier geht dann nichts mehr. Okay.
Hier noch Rad. Es geht ganz schnell, also wir sind gleich fertig. Hoffe ich. Ja, es geht halt nicht schneller, wie es geht. Also, ich gebe mir schon Mühe, das so schnell wie möglich zu machen, aber geht halt nicht schneller. So. Wir müssen das Auto danach noch auf halt hochheben mit der Bühne. Hier ist noch die Federung, hier sind die Federungen halt, hier sind noch andere Bauteile, die bestimmt auch was bringen. Also ich werde hier keinen Cent verschenken hier. Der kann das Auto wahrscheinlich dann nachher, wenn er das alles wieder zusammenbaut, kann er das ja wieder zu einem ganz hohen Preis verkaufen, ne? So ein Auto ist doch nicht so billig, also das ist ja hier nicht so ein altes Modell. Also ich meine, hier zu dieser Zeit, da gibt es ja nur so alten Autos. Ich weiß nicht, zu welcher Zeit das spielt. Ah, dafür müssen wir das abbauen, dafür müssen wir das abbauen. Okay, gut. Wir müssen halt zuerst alle Teile abbauen, die den Abbau von diesem Teil behindern. seht ihr es? Hier, Tragfeder. Offroad Stoßdämpfer. Bringt bestimmt auch viel Geld, ne? Ist ja was Spezielles. Nichts standardmäßiges. Aber ich fürchte, wir müssen mehrere Male fahren. Das ist jetzt alles in meinem Inventar. Beziehungsweise nicht in meinem Inventar, sondern in meinem Lager. Und das passt, denke ich mal, nicht alles in meinen Rucksack, oder? Ja. So, jetzt können wir das abbauen. Das können wir abbauen. Das habe ich doch gesagt, das geht ganz schnell. Aber die Teile würde ich auch gerne abbauen. Na gut. Abgasrohr, schön. Also das bringt auf jeden Fall ein bisschen was an Geld. Dauert natürlich auch alles, das abzumontieren. Also da ist es eigentlich auch ganz gut, dass es nicht so wie, dass der nicht so schnell drehen kann wie, was weiß ich was. So, jetzt das Ganze nochmal vorne. Offroad-Stoßdämpfer mal wieder. Frontantriebswelle, äußere Spur, Stange, innere Spurstange. So. Moment. Gibt's da hinten noch was? Ja, da gibt's noch was. Gummibüchse.
Und das war's. Hier nochmal. Und den Tank? Ah ja, den Tank natürlich auch, ne? Ist ja klar. Wenn, dann verkaufe ich schon alles. Also ich verkaufe hier nicht ein bisschen was, sondern ich verkaufe hier, wenn, dann alles. Was geht schon natürlich. Oh, Geländegetriebe. Geil, das ganze Getriebe ist bestimmt, weiß nicht, 1000er, 2000er wert. 2000, 3000 Euro, denke ich mal schon. Für in echt für ein Geländegetriebe, dann wenn es schon so ein bisschen was. Also wenn wir dadurch jetzt nicht reich werden, dann weiß ich auch nicht. Weiß nicht, der verstaut wahrscheinlich auch nicht alles, aber das Wasser verstaut, das verkaufen wir. Anlasser, also das ist richtig viel. Können wir diesen ganzen Motor verkaufen? Hier nochmal. Hier können wir nichts mehr verkaufen. Schade. Ja. Gut, ich denke mal, das ist jetzt wirklich fertig. Jetzt sind wir wirklich fertig. Ja, jetzt sind wir fertig. Ich fahre das Auto wieder runter. Gut, also fahrbereit ist es jetzt natürlich nicht, ne? Wir haben kein Getriebe. Tabelle. Tabelle? Tabelle? Was? Tabelle? Was ist das denn für eine Tabelle? Ist doch ein Tisch. Ach du Scheiße. Und das passt alles. Ah, okay, ich habe mich schon gewundert. Also, wie schwer ist denn jetzt mein Rucksack? 29 Kilo. Ach du Scheiße. Das ist ein sehr schwerer Rucksack. Ich weiß nicht, was für ein Rucksack der da hat. So. Hallo, ich bin wieder da. Howdy. Howdy, ja. Oh, geil. Tag super. Oh, wir werden reich. Endlich, wir sind endlich reich. 21.000. Geil, das hat uns jetzt, weiß nicht, 5.000 Euro gebracht. Das war schon gut, also das war wirklich erfolgreich. Es hat sich gelohnt. Bald. Es gibt's nichts mehr hier im Lager? Nö. Gut, dann verkaufen jetzt das Auto. Ach so, ich musste das gar nicht in meinen Rucksack packen. Der hatte doch vor Ort, der kann auch vor Ort das alles machen, okay. Howdy. Ja, howdy. Und noch für 500 Dollar den Verkauf, gut. 21.644, super. Klasse. Na gut, dann fahren wir wieder in meine Greenview Street. Das ist die beste Street. Bis jetzt merke ich noch nichts von meinem Fahndungslevel. Wir müssen schauen, was es hier noch zu machen gibt. Au. Gibt es hier was zu machen? Ja, hier gibt es was zu machen. Teller kaputt machen. Warum auch immer man das machen sollte. Ich muss das Auto hier verstecken, weil sonst heißt es gleich wieder, dass
dass ich mein Auto hier falsch parke. So. Im Busch. Hallo. Bald komme ich zu Ihnen. Nicht so früh freuen hier. So. Jetzt. Schlüssel fehlt mir. Klingeln wir vielleicht mal, oder? Nee, natürlich nicht. Was, die Polizei läuft hier rum? Ach du Scheiße. Die Polizei. Boah, sind die blöd. das war das Haus mit diesem Polizisten drin, ne? Ich glaube, wir machen hier das Fenster auf. Vielleicht ein bisschen leiser hätte ich es machen können. Gamepad $240. Boah, ist aber teuer. War der aus Gold oder was? In diesen Schubladen ist normalerweise nichts drin, ne? Oh. Ja, das ist super. Hier Sparschwein, okay. Was macht der da? Der macht da irgendwas, ich weiß aber nicht was. Ich find's auch genial, dass sie mich nicht entdecken. Dass sie nicht entdecken, dass ich da ständig die Tür aufmache und zumache. Das ist sehr interessant, dass sie den Unterschied nicht bemerken. Was macht der Typ da? Und worauf schaut die Frau? Wohnzimmer sind die beide noch ein bisschen, also die sind noch ein bisschen im Wohnzimmer. Ich weiß nicht, was dieser Typ da macht. Das sieht ein bisschen falsch aus. Ich weiß nicht, und dann geht er immer wieder weg. Setzt sich hin. Dann gehen wir mal hier hin. Wir müssen es ein bisschen aufteilen. So, hier haben wir ein Versteck. Hier am besten schließen wir mal die Tür hier. Jetzt müssen wir wirklich alles leise öffnen. Ich war hier noch nie. Das ist das Problem nämlich. Oder vielleicht nicht Problem, aber es ist sehr wichtig zu wissen, dass wir hier noch nie waren. Ach, und das, vielleicht kriegen wir mehr Erfahrungspunkte, wenn das Ganze unbemerkt abläuft. Ja. Schlösser knacken. Dass die das nicht bemerken, das wundert mich echt. Sehr interessant. So, da muss jetzt bestimmt viel drin sein. nix. Gar nix. Okay. Die sind noch ein bisschen da in diesem Wohnzimmer. Geld haben wir, okay. Also ich muss wirklich sagen, das Spiel macht so viel Spaß. Maus, eine Apple-Maus, oder? Nee, die hat ein Ding. Mausrad. $25, pfff. Brauche ich nicht. Das ist zu wenig Geld. Und jetzt kommt die ins Schlafzimmer, ne? Okay, der Mann ist in der Garage und repariert das Auto. Die Frau ist jetzt ein bisschen unpraktisch da zu mir gerichtet. Es wäre sehr schön, wenn die da rausgehen würde. Ist hier noch was drin? Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal viel. Oh, ein Tablet, super. Jetzt entsperren wir dann zu Hause. Ich
weiß nicht, ich habe Angst, dass sie gleich kommen. Deswegen habe ich hier schon Fenster auf, ne? Können wir rausklettern im Notfall. $2 ist es mir nicht wert. Es ist mir einfach nicht wert, für $2 irgendwas hier zu machen. Ah, das habe ich gespürt, ey. Nein, nein, scheiße. Mist. Ach, so ein Mist, ey. Gut, das machen wir nochmal bei der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen, ein Abo, Kommentar und auch darüber freuen, wenn ihr das Video teilen könntet, meinen Kanal teilen würdet. Und dann, ja, die Glocke aktivieren würdet und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, dann macht's gut heute und ciao, euer Gaming Freak.